Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Sie können kein Koalitionspartner für uns sein. Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein. Für Merz ist auch Schwarz-Grün eine Koalitionsoption. CDU-Chef Merz nämlich hatte die Ökopartei noch im vergangenen Jahr zum Hauptgegner innerhalb der Bundesregierung erklärt. Nun zeigt er sich offen für ein Bündnis auch mit den Grünen. Kretschmann sieht sehr große Chance für Schwarz-Grün im Bund. Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie. Nach Parteikollege Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg flirtet nun auch die grüne Bundesvorsitzende Ricarda Lang mit der Union. Schließt eine Koalition nach der nächsten Bundestagswahl nicht aus. Das ist auf jeden Fall eine Option. Wenn Sie die Realität so verweigern, wie Sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Aber es gibt keinen einzigen Vorschlag der Grünen in Deutschland für eine Begrenzung der Migration in Europa. Ich kenne ihn nicht, sagen Sie ihn mir. Das, was tatsächlich dazu führen würde, dass weniger Menschen hier ankommen, wäre, wenn wir europäisch besser verteilen. Das ist der Weg dazu, dass andere Länder natürlich, wir haben ja einfach Länder, ich kann die anderen Länder doch nicht dazu verpflichten, Frau Lang. Ich kann die doch nicht zwingen dazu. Die wollen nicht. Ganz Europa will diese europäische Migrationspolitik nicht. Sie können kein Koalitionspartner für uns sein. Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein.